Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von der Rex Riches Challenge mit Daria in Evergreen Harbor, wo schon alles irgendwie evergreen ist, aber Daria versucht es ein bisschen, na, nicht industriell, sondern technikmäßig zu machen. Auf jeden Fall versucht sie das zu ändern, aber da sind wir noch ganz weit von entfernt. Wir haben heute Liebestag, Daria ist mega schlecht drauf. Ja, nein, stopp, keine Liebessachen mehr. Entschuldige dich bitte bei ihm. Schnelle Wiedergutmachung. Markus Schäfer, Moritz Schäfer. Er ist mit Lilith Schäfer verheiratet. Wisst ihr, wie egal mir das ist? Daria braucht jetzt jemanden zum Liebestag. Und wenn wenn die sich jetzt wieder vertragen, dann ist ja auch gut, oder? Eine unbehagliche Begegnung. Schnelle Wiedergutmachung. Oh Mann. Nein. So, das ist wohl seine Frau. Er hat gesagt, ich wäre fast gestorben. Frau. Ja, sag mal zu ihm Hallo. Ja, wenn wir das mit dem Liebesding schon anhätten, kannst du bitte mal mit ihm flirten? Ich habe das ja dann angefangen. Ich weiß ja nicht, dass das deine Frau ist. Mach das mal bitte. Wir brauchen unbedingt noch jemanden hier. Ja, sie mag das nicht. Okay. Ich hab's kapiert, dass sie das nicht mag. Ja. Aber gibt es denn nicht irgendjemanden, dem ich jetzt eine Rose schenken könnte? Oh Gott, sie ist doch mal sauer. Mirko, er hat doch gar nichts gemacht. Ey, dafür, dass sie... Ach, ich sag nichts dazu. Mari Greenberg und Blossom Greenberg. Sind die so gestorben jetzt? Innerhalb der Zeit, ey, keiner kann mich leiden. Ich fühle mich so schlecht. Komm, wir essen noch ein... Oh. Ich wollte gerade sagen, wir essen noch ein bisschen davon. Oh Mann, was machen wir? Was machen wir? Wir brauchen doch ein Date. Es ist Liebestag. Wir müssen wenigstens irgendjemanden so weit befreunden, dass wir dem eine Rose schenken. Wenn sie eine Peaches Me, wer bist du? Okay, ihr habt dann schon jemanden. Okay, wer bist du? Maya Tyson. Hallo. Freundlich vorstellen. Du bist eine Erwachsene. Sie ist total beschämt. Ist aber egal, sei nicht mehr beschämt. Freunde dich einfach jetzt mit Maya Tyson an, die sehr merkwürdig aussieht. Aber heute ist Liebestag. Heute ist Liebestag und heute sollten doch alle ein bisschen fröhlicher drauf sein. Und was ist mit dieser Frisur? Liegt es an Maya Tyson oder liegt es an der Frisur an sich? Aber es wollte einfach mal die Liebestagsstimmung, Blumen geben und zu einer Verabredung gehen. Aber sie muss keine romantische Stimmung haben, sie muss ihr nur irgendwie Blumen geben. Ach, sowas Doofes. Mach ihr mal ein Kompliment übers Aussehen, das geht natürlich nicht. Oh Gott, der Liebestag wird so ein Reinfall werden. Yeah. Komm mal her, warte, was mal hier. Nachbarschaftlichen Aktionsplan abstimmen. Spaßgemeinschaft. Wenn sie Aktivitäten im Zusammenhang mit Comedy und Videospielen, okay. Okay, machst du mal Unfug, weil wir brauchen ja dieses andere. Machst du Unfug, lustig vorstellen. Ey, ich fühle mich so schlecht, dass ich ihr das hier antue. Kannst du dich ihr jetzt bitte mal vorstellen? Stellt ihr euch jetzt hier so... Ist das hier jetzt so die schwarze Wand? Ehrlich? Sie will das. Keiner will. Sie kann es einfach nicht. Sie hat es nicht drauf. Mit dem Flirten und so. Ich bin sie auch einfach zu schlecht dafür. Ich meine, wir brauchen dann auch noch ein bisschen... Geld. Und Essen. Und ich weiß auch nicht mehr. Keine Ahnung, wen wir hier noch nehmen können. Der Liebestag ist bald vorbei. Hallo, Jens Roth. Können wir uns bei dir vielleicht noch vorstellen? Hallo, Jens Roth. Für ein Date ist es wohl wirklich zu spät. Wir nehmen alles, was wir finden können. Hallo, Jens. Jens? Jens, du bist unsere Rettung. Oh wow, es funktioniert. Nein, es ist eine unbehagliche Begegnung. Ja, ist auch wieder beschämt. Ich
verzweifle gerade. Das ist die dritte Folge und ich verzweifle so an dieser Challenge. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Oh Mann. Och, geh nach Hause. Geh einfach nach Hause. Wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, wie wir dir zu essen machen können. Und einen neuen Ort, wo du pullern kannst. Ich bin gerade zu Hause und das sind der Kistenberg, den wir geklaut haben. Den kann sie mal verkaufen. Und wir haben ein Einzelbett. Meine Auszeit, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt drauf pennen können. Komm, das kannst du auch verkaufen für 4 immerhin. Was so der Vorbesitzer dir hinterlassen hat, ein Kissen. Komm, die Taschentücher, die werden vielleicht noch nützlich werden, wenn du zu sehr weinen musst. So, da hast du Bett. Und ja, mal schauen, ob wir darin überhaupt pennen können. Nein, können wir nicht. Wir können es für 850 Simoleons könnten wir es ersetzen. Und dann stellst du hier bitte deine einzige Freude rein, die du so hast. Schneekugeln. Ich werde alle anderen Sammelobjekte verkaufen, aber keine Schneekugeln. Ach, bin ich so doof. Apropos Sammelobjekte. Wenn sie was gegessen hat, hat sie noch ein bisschen Brot. Sie hat noch ein bisschen Brot. Ist mal noch. Es war zwar verdorben, aber es ist egal, ist das. Du brauchst irgendwas im Magen und du brauchst eine Blase. Und wir gehen jetzt auf ein nächstes Grundstück, um da vielleicht mal was zu finden. Ich bin... Kamera? Hallo? Kamera, ich bin in die alte Mine gereist, was auch ein Gemeinschaftsgrundstück ist. Ich glaube, ich muss irgendwie hier auch mal was machen. Ich kann ja nicht mal nach Essen wühlen, weil da Gebrauch ist. Wer bist du denn bitte? Hallo? Hallo? Nein! Komm da raus. Ich will mit dir reden. Ich bin so traurig. Und hier sind nirgendwo Toiletten. Warum sind hier nirgendwo Toiletten? Könnte man mal bitte irgendwas mit diesen Gemeinschaftsgrundstücken machen? Nicht. Oh, so. Nach Komplimenten fischen. Komm, fisch mal nach Komplimenten. Geht das? Ich habe gerade keine Lust, so offensiv zu sein. Kennenlernen, sie wird sich eh gleich in die Hose machen wahrscheinlich vor ihm. Und ich habe das leise Gefühl, dass er... obwohl er nicht mal so schlimm aussieht, dass er uns mag. Kann das sein? Kimber! Dass er uns mag? Okay, ich bin eigentlich nur hierher gefahren, weil mir eingefallen ist, dass man ja auch diese Sachen hier verkaufen kann, nach denen man graben kann, aber hier ist echt nicht viel. In Evergreen Harbor ist echt nicht viel zu finden bisher. Vielleicht gehe ich es auch falsch an, irgendwie, das Ganze. Noch mehr zum Graben oder so? Hier sind auch keine Pflanzen. Nix ist hier in der Umgebung. Ja, geh lieber weg von ihm. Pieselt sich eh gleich ein. Und danach müssen wir irgendwo anders wieder anklopfen. Ach Gott, hier geht's so schlecht. Hier geht's so schlecht. Ach, sie muss hier im Dreck wühlen. Hauptsache, sie springt nicht mehr in irgendwelche Tonnen. Aber das gibt wahrscheinlich sogar mehr. Als wenn sie im Dreck wühlt. Sie kann schon gar nicht mehr richtig gehen, weil ihre Blase gleich platzt. Und warum geht sie nicht hier in diesen Busch? Warum kann ich nur in grüne Busche gehen? Und warum nicht hier hin? Warum darf ich nicht meine Hosen runterlassen und einfach hier in diesen Busch pinkeln? Das ist gemein. Sojapflanze. Ich könnte etwas mit dieser Sojapflanze machen. Und zwar nur angucken. Aber ist ja mal schon mal was, die sind Sojapflanzen. Woher die kommen, weiß ich nicht. Oh ja. Mach ein faules Nickerchen. Oh Gott, es geht ihr so schlecht. Es geht ihr so schlecht. Sie ist so am Ende ihrer, ja, ihrer Kräfte oder zumindest ihren Stolz hat sie auf jeden Fall schon abgelegt. Ganz weit weg. Oh, kann man diesen Plumbot irgendwie ausmachen? Geht das irgendwie? Nee. Kann ich den Plumbot nicht ausmachen. Ich weiß, dass man den ausmachen kann, wenn man auf andere Sims switcht, wenn man mehrere im Haushalt hat. Aber ich habe nur Daria. Und ich hoffe, sie überlebt das Ganze. Ach Gott, jetzt wird es Tag. Der Liebestag war grauenvoll. Das ist aber noch gar nicht sich selbst angepieselt, müde.
Das ist noch gar nicht an ihrem Hirn angekommen, dass der Liebestag grauenvoll war. Norgi. Wenn du aufstehst, dann isst erstmal noch ein Brot, hast du ja noch. Erdbeerbrausetörtchen kann sie dann auch noch essen. Ey, die isst alles, auch wenn es verdorben ist. Ich weiß nicht, so richtig Durchfall kann sie ja nicht kriegen, oder? Die können krank werden. Medizin ist wahrscheinlich zu teuer. Ich habe 107 Simoleons von dem Verkauf von diesen komischen Kisten. Auf dieser Pflanze hat sich kein Sojawachs angesammelt. Okay. Ich weiß nicht, was Sojawachs sein soll. Ich dachte immer, alles aus Soja wird einfach mal aus Sojapflanzen gewonnen und nicht aus komischem Sojawachs. Okay, wir sind hier immer noch auf diesem Gelände. Hat sich denn hier irgendwas? Hier ist ja wieder ein Spot zum Graben. Tiny Tinker ist da. Jens Brot ist da. Kannst aber nach Einrichtung wühlen. Warum kannst du hier nicht nach allem Möglichen wühlen? Das verstehe ich nicht. Also, weil sie konnte doch vorhin nach allem Möglichen wühlen. Oh, sie hat eine Zeitkapsel gefunden. Die Dinger können, wenn ich Glück habe, relativ viel Geld bringen. Lecker Kocher, aber alles ist irgendwie fraglich. Kann ich eigentlich meinen Müll-Skill? Das klingt. Mein Müll-Skill. Kann ich den eigentlich aufwerten? Weiß das jemand? Oh, sie sind alle sehr traurig. Nach Einrichtung wühlen, nach Essen wühlen. Ich hätte ja gerne noch nach anderen Sachen gewühlt. Farbstoff, Hahnentritt. Man liebt oder hasst sie. Diese Farbe sieht aus, als hätte man sie aus dem Müll gezogen. Ja, hier, More Kubus. Ungewöhnlich. Verkaufen bitte. Und wir haben Tuning-Teile bekommen. Und sie sieht sehr merkwürdig aus. Was mache ich? Kampf! Die haben gekämpft und ich hab gar nicht dahin geguckt. Jeder hat es wahrscheinlich gesehen, nur ich nicht. Okay, der Leckerkocher gebraucht, ich glaube, ich weiß nicht, so gebrauchte Sachen, ich würde den gern verkaufen, glaube ich. Ich verstehe halt nicht, warum auf diesem Grundstück nichts platziert ist. Müsste hier nicht wenigstens ein Klo sein? Und darf ich hier auch drüber mit abstimmen? Nur in der eigenen Nachbarschaft wahlberechtigt. Nur in der eigenen Außerkraftsetzung beantragen. Förderung der kreativen Künste. Rauferei ausdrücklich erwünscht. Na, das finde ich aber doof. Und nachbarschaftliche Aktionspläne. Hast du die jemals? Und teilen bedeutet kümmern. Einige Sims besitzen eine wenige Dinge, andere nur eine wenige. Aber das ist doch jetzt nicht meine Nachbarschaft. Das ist doch diese andere, oder was? Das muss ich nicht kapieren, oder? Ich möchte hier was anderes haben. Oh. Das machen die nämlich wahrscheinlich nicht von alleine. Also das Spiel läuft ja jetzt schon eine Weile mit Evergreen Harbor Zeug. Und ja, es hat einfach nicht funktioniert. Ist hier Müll drin? Nein, das ist nur ein Deko-Objekt. Ah. Wo können wir denn Müll herbekommen? Oder irgendwas? Irgendwas, außer diese beiden Spots hier oben. Ich hätte gedacht, in einer Mine ist mehr zu holen. Ist hier was? Ich weiß halt auch nicht, das ist ja keine Residenz, ne? Dann können wir. Jetzt fängt hier auch wieder an, Sperrmüll zu stehen und auch Müll rumzuflattern. Aber so richtig, richtig vermüllt, finde ich, sieht es hier jetzt auch nicht aus. Die Frage ist, wo können wir überhaupt alles hingehen? Wir haben dieses Grundstück, was sehr groß ist. Und wo fast nichts ist. Ich hätte gedacht, in so einer alten Mine kann man mehr finden. Wir können natürlich hier Wasser sammeln. Warum können wir nicht angeln? Weil ich mich zu unwohl fühle. Na, klasse. Wir hätten ja Fische angeln können und die irgendwie verkaufen können. Aber ich fühle mich einfach zu unwohl. Ich kann ja auch noch diese Hahntrittfarbe verkaufen. 10 Simoleons. Oh nein! Oh! Meine Grundstückssteuern? Ehrlich? Meine Grundstückssteuern?
sind zu hoch. Und ich kann alleine, darf ich nicht angeln. Okay, ich habe die Wasser mal gemerkt. Ey, komm, angel einfach mit allen. Vielleicht angelt sie dann auch. Nee, natürlich nicht. Hätte ja sein können. Ich fand das nämlich gerade so merkwürdig, dass sie selber nicht angeln kann. Aber für andere schon. Sammelst du bitte Wasser? Wie sich da mit ihr? Hör auf, dich mit irgendwelchen fremden Sims zu unterhalten. Stell dich lieber erstmal vor. Allen, die hier sind. Und danach gehst du wieder, weil es bringt ja auch nichts. Hier ist ja nichts. Wir haben jetzt ein bisschen Wasser gesammelt, was nicht in meinem Inventar angezeigt wird. Wir haben keine Rechnungen. Also wir haben Rechnungen, die wir nicht begleichen können. Wir sind bald schon wieder hungrig. Ich gehe mal hier diese Straße entlang. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwelche Angelspots. Oder nicht Angelspots, irgendwelche Mülldinger. Oder wo die NPCs langlaufen, da sollten wir auch langlaufen können. Die Harris Hauser ist ja gar... Ich wollte im Müll wühlen. Ben, wir hatten schon lange keine Versammlung. Wie wär's, wenn wir uns alle treffen würden? Okay, ich werde da sein. Wir machen eine Versammlung. Wir sind hier in der Bäckerei mit unserer coolen Gruppe von Geschwistern und so. Und mein Problem ist einfach, warum kann ich die Kamera nicht drehen? Problem Nummer 1. Es dreht sich nicht mehr. So. Habe ich irgendwie die Steuerung geändert? Nein, weiß ich nicht. Okay, merkwürdig. Problem Nummer 2, wir haben immer noch kein Geld. Wir könnten uns jetzt hier zwar was zu essen holen. Ey, wie cool siehst du denn aus, Julia Schwarz? Wir könnten uns jetzt hier was zu essen kaufen. Der Laden wird aus unerfindlichen Gründen nicht nachgefüllt. 88, was ist denn hier günstig für ein Brot? 75, 38 hier. Kauf das. Das ist günstig. Frisches Essen. Und dann... Isst du das bitte? Oh nein! Ja, ich weiß, du bist müde. Du kannst dann auch ein Nickerchen machen und so. Ich hoffe, die anderen sammeln hier fleißig Punkte. Ja, der ein oder andere sammelt fleißig Punkte. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir halt den Strom und so einfach abstellen lasse. Weil ich lebe ja eh irgendwie nicht am Strom. Ich meine, was machen die dann? Das ist ja irgendwie nur die Grundstückssteuer. Kommt dann der Gerichtsvollzieher und sammelt meine Schneekugeln? Oh, wahrscheinlich tut er genau das. Wahrscheinlich kommt dann wirklich der Gerichtsvollzieher und sammelt meine Schneekugeln. Oh nö. Ich will meine Schneekugeln aber doch behalten. So, Daria, geh aufs Klo. Soweit du das schaffst, dann singst du noch ein Liedchen in der Dusche. Ich glaube, ich habe mir ein halbwegs gutes Gemeinschaftsgrundstück für unseren Gruppentreff rausgesucht. Das Einzige sind halt die Treppen und dass sie jetzt gleich wieder umkippt und dass eben Brotstangen nicht wirklich satt machen. Aber immerhin, nein, jetzt geht die irgendwo hin, nur damit sie umkippen kann, ne? So, wo kippt sie um? Ist das? Warum? Kippst du jetzt bitte mal irgendwo um? Das ist ja blöd. Jetzt ist sie durchs halbe Haus gewandert, nur damit sie einmal umkippen kann. Dann singst du bitte einmal in der Dusche. Und dann kannst du meinetwegen hier irgendwo pennen gehen. Hier muss irgendwo ein Bett. Ist hier irgendwo ein Bett? Aber da liegen schon unsere Gruppenmitglieder drin. Nein, hier ist noch ein Bett. Dann leg dich dahin. In das andere Bett. Ich habe mir überlegt, ich habe hier bei ihrer Organisation, während sie geschlafen hat, nochmal diese Sachen geändert. Also ich habe irgendwas rausgenommen und dafür Baden und Duschen reingemacht, weil das können die hier eher machen. Also die können jetzt baden und duschen. Oh, du fühlst dich sehr unwohl. Das ist jetzt auch nicht so toll. Denn eigentlich hatte ich vorgehabt, mit dir jetzt was zu malen, wenn das möglich ist. Aber wenn man sich sehr unwohl fühlt... Wollen die vielleicht auch nichts malen? Ich werde mal gucken. Mehle verwerfen.
Nee, wir können nicht, weil ich mich zu unwohl fühle. Oh Gott, wie könnte ich mich denn... Was könnte ich machen, um mich wohler zu fühlen? Oder es verschwindet gleich? Okay, es war nur, weil ich schlechte Sachen gegessen habe. Und damit weg. Und dann bin ich nur noch angespannt und kann immer noch nichts malen. Denn ich bin zu angespannt. Weil der Spaß so niedrig ist. Ich dachte, es geht. Dann zusammen Fernsehen. Denn, ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben nämlich 400 Punkte und damit kann sie den Gruppenvorteil mit Painting kaufen. Ich weiß nicht, ob es ein guter Weg ist, den ich da gerade probiere, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich sozusagen so schnell wie möglich gute Bilder malen kann, damit ich die verkaufen kann. Guck das bitte! Guckst du bitte Nachrichten? Zusammen Kanal wechseln. Guck irgendwas Lustiges, genau. Und jetzt ist die Energie geladen. Sie ist immer noch angespannt, weil sie wenig Spaß hat, aber grundsätzlich ist sie jetzt Energie geladen. Ich will das nur noch ein bisschen auffüllen aufs Gelbe, okay. Und dann kann sie halt meinetwegen anfangen mit Malen. Und zwar ein großes. Mal ein großes. Wir haben gerade 154 Simoleons. Ich glaube, selbst bei einem niedrigen Malskill verkauft man das Große für mehr, als man es gekauft hat. Obwohl, ich glaube, das beim ersten Gemälde nicht. Aber mal schauen. Das Gemälde, was Daria gemalt hat, verkauf es bitte für 79. Und dann kannst du ja noch ein kokettes Gemälde malen. Kostet auch 100, kann ich hoffentlich für mehr verkaufen. Was ich auch festgestellt habe, ist, ich brauche, glaube ich, noch den Tiny House Buff. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Und mit dem Tiny House Buff müsste das mit den Fertigkeiten noch schneller gehen. Das ist ihr kokettes Gemälde. Die Qualität ist schlecht, aber wir können es schon für mehr verkaufen, als wir es eingekauft haben. Ich bin begeistert. Ich bin mega begeistert. Verwende bitte das Klo. Das ist jetzt unser Gruppentreffplatz. Ich kann nicht mehr reden. Das bedeutet, ich muss dann aufhören mit Aufnehmen. Und die Folge geht, glaube ich, gerade so zu lang. Aber okay. Das Einzige, was an diesem Gruppentreffplatz blöd ist, sind irgendwie die Wege. Dass sie von dem Klo in das Bad läuft, um sich die Hände zu waschen, obwohl auf diesem Klo auch ein Waschbecken ist. Das ist sehr weird. Und das nächste sind die Regeln der Rex-Twitches. Wir dürfen hier eigentlich nicht allzu lange verweilen. Wir müssen weiterziehen auf das nächste Grundstück. Und bevor mein Wasser abgestellt wird, ja, ich bin ja eh nie zu Hause. Und der lacht sich über mich kaputt. Ist im Ernst? Oh, ich bin gleich missgelaunt, weil sich einer über mich lustig gemacht hat. Müde wegen niedriger Energie. Und ich werde noch was probieren. Das mache ich jetzt gleich. Die singen alle zu wenig, aber eigentlich geht es. Wenn ich diese Aktivität entferne und dafür Kochen dazu mache, dann sollte das... Wo ist Kochen? Hobbys? Ist Kochen bei Hobbys? Nein, Kochen ist kein Hobby. Kochen ist Essen und Trinken. Hier, wenn ich Kochen dazu mache, dann sollten die alle diese Küche nutzen, wie blöde. Und ich kann mir da vielleicht immer mal was wegschnabulafatzen und damit mein Essen auffüllen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich werde mich hier hinlegen und schlafen. Ich werde mir einfach das Bett zuweisen, ganz frech. Obwohl das gar nicht mein Heimatgrundstück ist. Und ja... Dann werde ich dann mal ein nächstes Grundstück auftreiben, weil eigentlich ist das so semi-verboten, sich so ein Grundstück zu suchen, wo man schläft. Aber es ist halt irgendwie auch ein Gemeinschaftsgrundstück, deswegen ist es auch irgendwie erlaubt. Aber ich glaube, die Leitung hier, ich meine, das gehört ja auch meiner Schwester. Die Leitung hier sieht es aber trotzdem, glaube ich, nicht allzu gerne, wenn ich allzu lange hier bleibe. Und
Ja, dann müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall weiterziehen. Vielleicht malen wir noch das ein oder andere Gemälde. Oder ich male das ein oder andere Gemälde offscreen. Weil es vielleicht auch ein bisschen langweilig ist, wenn wir so viele Gemälde malen. Und damit sage ich erstmal Tschüss und Bye-Bye und wir sehen uns in der nächsten Folge.